Ja, hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank für die schönen Satz-für-Satz-Geschichten. Uns ist aufgefallen, dass da noch nicht alle sich daran beteiligt haben. Wir haben deswegen hier die Abgabefrist nochmal auf den 22. November verlängert. Also bitte hier nochmal beitragen. Beziehungsweise haben wir dort auch zwei Debriefing-Fragen zur Reflexion nochmal dazu gegeben. Bitte die mit der Farbe Rot zu beantworten. Vielen Dank. Zum Kapitel Teilbarkeit gibt es folgenden Impro-Impuls und hier ist auch wieder der Abgabeschluss der 22. November. Und zwar geht es darum, in den Kleingruppen, in denen ihr schon gearbeitet habt, euch zu überlegen, welche kreativen Möglichkeiten es gibt, Grundprinzipien von Teilbarkeit für andere sichtbar verständlich zu machen. Also, bitte trefft euch online oder offline und überlegt miteinander eine Möglichkeit, wie ihr jemand anderen ein Grundprinzip aus dem Bereich der Teilbarkeit erklären könntet und setzt das auch miteinander um. Je kreativer, je spannender, umso besser. Und wir laden euch dazu ein, für das Ideensammeln Methoden zu nutzen, die wir schon gehabt haben, zum Beispiel die Wort-für-Wort-Assoziation oder Satz-für-Satz-Assoziation oder natürlich auch die Ja-Genau-Methode. Und dann probiert es das miteinander aus, setzt das um. Das können sein grafische Herangehensweise oder natürlich noch besser etwas, wo das Körper ins Spiel kommt oder wo Textaufgaben und die Formulierung von Aufgaben ins Spiel kommt, was euch immer da dazu einfällt. Also setzt euch zusammen, überlegt euch eine Methode und setzt sie unmittelbar danach auch sofort um. Es geht jetzt hier nicht darum, stundenlang zu überlegen und hier ausgefeilte Konzepte zu machen, sondern eben das Grundprinzip der Spontanität zu nutzen, miteinander nachzudenken und das Nachgedachte möglichst spontan und möglichst sofort umzusetzen. Und Ergebnisse, die da rauskommen, bitte im Moodle als Antwort auf meine Antwort auf den Christian zu posten, also als Link oder vielleicht auch als kurzen Text. Von der Menge her, die entsteht, geht es wirklich um kurze, knackige Sequenzen, die zum Beispiel 2, 3 Minuten dauern oder eine Seite Text sind. Und wie gesagt, je spannender, je kreativer, umso besser. Und wir werden uns dann miteinander die Ergebnisse anschauen und uns darüber freuen. Vielen Dank und bis bald.